Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded, Folge 9. So, wir stehen an unserem Lager und hatten ein bisschen was vor. Wir wollten neue Ausrüstung craften. Dafür sind noch die Teile hier in Bearbeitung. Und, wir bekommen Kohle hier draus, genau. Der ist jetzt noch am werkeln. Die Kohle haben wir dann gebraucht, um hier die Platten herzustellen. Da haben wir leider erst 9. Mal schauen. Das Kämpfer-Set. Können wir schon ein bisschen was herstellen? Ja. Einmal den Helm. Die Rüstung. Die Handschuhe. Die Hose. Und oh, es reicht für das komplette Set. Das ist natürlich genial. Nee, solltest du das Inventar öffnen. Können wir das nämlich gleich einmal komplett ausrüsten. So. Dann laufen wir auch nicht mehr so verweichlicht hier durch die Gegend. Haben zum ersten Mal auch einen Handschutz. Aber die Stiefel, die sehen doch Kämpferhandschuhe. Warum sind denn die jetzt aus einem anderen Material? So, sehr schön. Das andere kann ich ja dann theoretisch alles vernichten, oder? Nee, es geht natürlich nicht. Muss ich das löschen. So. Gut. Alles klar. Wir brauchen dann auch noch eine Unterkunft. Hätte ich nur einen Unterschlupf, dann könnte ich wirklich zeigen, was ich kann. Ja. Brauche ich meine Baublöcke wieder. Die haben wir hier irgendwo reingetan. Da sind sie. So. Baumodus. Wenn wir wieder mit dem Fußboden anfangen hier. Wo platziere ich denn jetzt seine Hütte am besten? Mache ich die gleich hier nebenan? Müsste ich das ganze Feld noch erweitern. Reicht natürlich nicht mehr. Grober Steinblock. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Steine abbauen wieder. Oh, das geht natürlich auch schnell. Hier liegen ja zum Glück genug Felsen rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon reicht. Wir gucken einfach mal. Grober Steinblock. Sollte auf jeden Fall für den Bau genügen. So,
Dann brauchen wir eine Wand. Ich wollte einen Platz von 2 Blöcken lassen zum Durchlaufen. Türrahmen. So, dann hier hinten haben wir auch noch ein Fenster. Mache ich das mal symmetrisch. Ich finde das immer so schwierig, das vernünftig zu platzieren hier alles. Haben wir auf der Seite hier auch noch Fenster drin? 2 Stück, ja. Und wir brauchen eine Decke. Steindecke ist gar nicht mal so übel. Dann haben wir nämlich das Problem mit dem Holzdach nicht. Dass das nachher so komisch aussieht. Wie hier drüben. So, jetzt brauchen wir noch eine Tür. Ich weiß nicht, hatte ich da noch welche eingelagert? Die können jetzt hier erstmal wieder rein. Holzfensterrahmen haben wir einen. Wir haben 2, 4, wir haben 6 Fenster. So, also eine Tür brauchen wir eine. Oh, die sieht ja auch schick aus hier. Runder Holzfensterrahmen. Dafür brauche ich dann aber noch ein paar Holzscheite. Kam jetzt aber nicht viel raus. Ups. Das ist doch auch neu hier mit dem Plünderungsmenü. Das Spiel hat ein Update gehabt. Auf jeden Fall. So, das sollte ausreichend sein. Was brauchte ich denn eigentlich für diese schicke Tür? Runde Holztür, aber ist sie so breit? Die sieht ja aus wie aus der Hobbit. Ein dekoratives Objekt, mit dem du dein Zuhause verschönern kannst. Machen wir mal eine. So. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was austauschen. Ach nee, diesen ollen Fensterrahmen wollte ich ja jetzt gar nicht benutzen. So, die Tür... Ja, das dachte ich mir. Die passt da gar nicht rein. Sieht doch blöd aus, oder? Ach, das ist doch doof. Ja, und die Fensterrahmen genau das gleiche Problem. Viel zu groß. Muss ich die Tür...
Tür jetzt auch nochmal rausnehmen. Aber ich krieg die gar nicht mehr raus, ne? Doch. Ich weiß nicht, ob man die Gegenstände irgendwie wiederverwerten kann. Ich habe jetzt hier natürlich eine Menge Material verballert. So. Machen wir einmal diese Tür. Und Fenster. Runder Holzfensterrahmen. Wenn ich wüsste, wie groß das hier ist, weil das sieht... Das sieht eigentlich schick aus. Ja, das kriege ich da auch nicht vernünftig rein. So, wir setzen erstmal die Tür hier rein. Wir machen mal die Standardfenster hier. Das war wieder klar. Ein Fensterrahmen fehlt noch. Müssen wir nochmal ein bisschen Holz hacken gehen. Oh. Ach, das sind nur Äste. Schade. So, jetzt haben wir 6. Eins, zwei, drei. Ach, sind sogar bloß 5. Dann hätte es ja gereicht. So. Gut. Du hast deine Hütte. Ich werde dich auch gleich da rein verfrachten. Das, was ich jetzt nicht brauche, können wir gleich wieder einlagern. Die Erde haben wir da nicht drin. Knochen haben wir aber hier. Ist auch schon voll, der Stapel. So. Beschwörungsstab. Wen hatten wir jetzt? Den Alchemisten, ne? Oder? Ja, das ist der Alchemist. So. Was haben wir jetzt bei den Quests noch offen? Auf der Suche nach verborgenen Gräbern. Gerichte deuten auf die Existenz eines verborgenen Grabes in den Hochweiden hin. Finde es, steige in die Tiefen der Katakomben hinab und sichere dir die Beute dort. Das klingt nach Spaß. Ist da oben. Das ist natürlich weit, weit entfernt. Aber ich könnte bis dahin erstmal die Schnellreise machen. So. Ist trotzdem noch ziemlich weit weg, oder? Als Wegpunkt setzen. Da hinten. Und das ist jetzt aber auch das, wo ich hin will, ja?
Da müsste ich auch hinkommen. So, wir sind ausgeruht. Wir haben bessere Ausrüstung. Und haben ein neues Ziel. Von daher... Bärenbusch. Die nehme ich mit. Hä? Ach, ich bin schon fast dran vorbeigelaufen. Hier muss es sein. Versteckter Grabeingang, neuer Ort kartiert. Dann wollen wir mal absteigen hier. Plündern. Garn und Brutlingsbeine. Hätte ich mir auch noch einen neuen Schild herstellen können. Aber waren wir nicht hier unten schon mal drin? Aber geht ja nicht. Der hat's ja... Der hat ja angezeigt, dass das jetzt erst kartiert wurde, als ich hierher kam. Warum kann ich denn das hier nicht plündern? Jetzt. Bestimmt, weil die halb im Boden steckte. Wimmelt hier natürlich wieder vor Spinnen. Denn her? Feuerball. Schrottpfeile. Ja, steckt auch wieder im Boden. Kommen wir nicht ran. Oh. Knochenblock, Baumaterial. Braucht man das, ja? Hier ist es jetzt aber arg finster. So, ich glaube, jetzt bin ich hier einmal rum. Ja. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich finde nicht. Das mit dem Zauber ist ja auch noch offen. Wo hatten wir das?
da hinten, wo ich ja nicht wusste, wie ich da hinkommen soll. Da hätte ich außen rumlaufen müssen. Jetzt bin ich da. Es ist aber auch eine weite Strecke. Ich meine, wir können ja mal schauen. Ich werde das mal als Wegpunkt setzen. Vielleicht schaffe ich es ja dahin. Jetzt sag mir nicht, dass es schon wieder Nacht ist. Klar. Haben wir jetzt aber eine weite Reise vor uns. Ist überall Miasma. Also ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Okay, hier haben wir wieder ein paar Gegner. So. Den haben wir. Du stehst im Weg. Oh. Wie soll ich denn an den rankommen? Henkersaxt. 21 Schaden, meine macht mehr, also zerlegen wir die mal. So. Ich habe keine Lust, außen rum zu gehen. Ich werde jetzt einfach mal das Tor hier kaputt machen. Noch 1150 Meter. Da drüben ist eine Brücke. War ich hier schon mal? Ja. Aber warum zeigt er mir... Das ist doch nicht, wo ich hin will. Ich will dahin. Ja, der Kompass ist heute auch irgendwie eigenartig. Leuchtet da? Och Mann! Oh Gott. Ich muss irgendwie über diese Schlucht kommen. Da drüben könnte ich langlaufen.
Hier war ich doch auch schon mal. Das Tor hier kommt mir sehr bekannt vor. Noch 860 Meter. Ja, ich habe keine Lust, jetzt hier runterzufallen und dann nachher nicht wieder hochzukommen. Deshalb werde ich mir mal durch den Felsen hier einen kleinen Aufstieg bauen. So. Das reicht noch nicht ganz. Immer diese Erschöpfung. Ich muss jetzt nur noch hier durch den Felsen durchhauen. Dann kann ich da weiterlaufen. An der Stelle. Ich will mal ein bisschen Wasser trinken. Sammeln wir nebenbei noch ein paar Steine. Die können wir dann wieder fürs Lager gebrauchen. So, das sollte jetzt aber reichen. Nein! Okay, Glück gehabt. Hier ist auch schon wieder so ein Grab. Oder? Das ist eine Ruine. Und Gegner laufen hier auch umher. Da ist eine Höhle. Oh. Die tauchen heute ja alle irgendwie aus dem Nichts auf. Salz. Knochen und Äste. So, was hatten wir denn hier gefunden? Die Jägerin. Ah, jetzt bin ich wieder an dieser Stelle. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt nach links gehe, ob ich dem Miasma irgendwie entkommen kann. Ob ich da irgendwie drum rumlaufen kann. Ich glaube, da hinten, da ging es ja nicht rüber. Hier ist ja... Oder da lang.
Das ist auch so blöd, dass das jetzt hier schon wieder Nacht ist. Man sieht nichts. Da laufen Gegner umher. Also ich muss da drüben lang, wo der Turm steht. Das Ziel ist dann irgendwo da hinten. Ich muss da auf jeden Fall runter und kann nur hoffen, dass dieses tödliche Miasma mich da hinten irgendwo durchlässt. Ich meine, das sieht ja ganz gut aus. Da drüben ist eine Brücke, aber ich glaube, da brauche ich gar nicht erst versuchen durchzukommen. So, hier komme ich nicht rüber. Da ist auch nochmal eine Brücke. Was haben wir da? Aussichtsplattform. So, noch knapp 500 Meter. Geht's doch unten rein. Rucksack ist voll. Ich habe natürlich auch wieder nichts dabei, was ich entbehren könnte. Soweit so gut. Noch 450 Meter und ich glaube, das Ziel ist einer dieser Türme da hinten. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht.
Niederauenwarte. Aber das sagt mir was. Mein Ziel befindet sich aber dahinter. Und ich glaube, das hier ist auch tödliches Miasma. Ja. Das ist irgendwo da drin. Da komme ich aktuell noch nicht hin. Ich weiß nicht, wie weit sich das hier ausstreckt, aber das sieht nicht so aus, als wenn ich da jetzt schon reinkommen könnte. Gut, dann schauen wir mal wenigstens hier in die Warte rein, damit der Weg nicht umsonst war. Wir werden hier bestimmt wieder irgendwas Interessantes finden. Mal den ersten Schalter. Schalter Nummer 2. Öffnet er jetzt die Tür da hinten oder nicht? Ja. Damit würde ich jetzt schon zur nächsten Etage kommen. Aber wir haben ja da gerade noch eine Truhe gesehen. Das macht richtig Aua. Jägerbogen. Ah, der Rucksack kann doch nicht schon wieder voll sein. Doch, kann er. So. 15 Kraft ist natürlich, ja, zerlegen. Ich habe 2 20er Stapel Beeren. Können wir ja auch mal. So, was ist das jetzt hier? Keine Tür? Nicht effektiv. Okay. Ach ja, das war wieder so klar. So, nächste Ebene. Für die Tür brauchen wir einen Schalter.
Ist auch wieder so eine Schaltertür. Oh ja. Eisbolzen. Aber jetzt habe ich wieder das Problem eines vollen Inventars. Wenn die Knochen mal löschen, Holzscheite kann ich immer abbauen. Den Rest lasse ich jetzt erstmal noch. So, da hinten war noch eine Kiste. Ach Quatsch, eine Tür. Also ich müsste jetzt, glaube ich, nochmal zurücklaufen. Dann kann ich die bestimmt öffnen. Ach so, das war die Tür. Hier. Knisternder Zauberstab. Aber den haben wir schon, ne? Lehrlingszauberstab, 20 Schaden. Knisternder auch, 20 Schaden. 120 Haltbarkeit, 10% Überladung, 6 Sekunden Angriffsgeschwindigkeit. Feuermagieschaden, Eisrüstung, Feuermagieschaden. Eisrüstung, Feuerrüstung, Eisrüstung. Wäre doch der dann, glaube ich, besser, oder? Weil der macht dann hier insgesamt nochmal 8 Feuermagieschaden obendrauf. Während der hier nur Rüstung bekommt. Lass ich den mal. Vielleicht sollten wir auch öfter mal mit dem Zauberstab kämpfen. So, auf zur nächsten Ebene. Oh, hier ist gleich eine Kiste. Keine Dietriche. Komm. Können wir auch nicht herstellen, weil uns der Metallschrott fehlt. Mann. Ja, das war so klar. Ähneln sich aber teilweise schon so ein bisschen vom Aufbau die einzelnen Dungeons hier. Nanu? Achso, hier geht's hoch. Das ist doch genau das gleiche, was ich schon mal hatte. Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Oder nicht? Okay, der trifft das nicht. Der muss ich
Pfeil und Bogen benutzen. Ja, na klar. Wir haben uns dann darüber geschwungen. Wo die Ausdauer nicht gereicht hat. Jetzt habe ich schon ein starkes Déjà-vu hier. Aber das war doch hier noch gar nicht kartografiert. Oh, Wurzelstab. Fernkampfwaffe, legendär. Und der ist ausrüstbar. Das heißt, wir werden den jetzt hier zerlegen und nehmen dann dafür den, den Wurzelstab. So, und dann haben wir das Ding hier, oder? Ich weiß jetzt nur nicht, ging es noch eine Etage höher? Ja. Niederauen-Warte-Schnellreise. Mit der Flamme kommunizieren. Die Niederaue wird von einer Krankheit heimgesucht. Ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtungen, die sich darunter befinden. Unter all dem Verfall liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. Also ich könnte echt drauf wetten, dass ich hier schon war. Ich bin echt gerade verwirrt. Oder habe ich das mit meinem privaten Charakter erspielt? Ja, schwer zu sagen, weiß ich nicht. Wir werden jetzt erstmal nach Hause. Weil zu diesem ewigen Zauberspruch komme ich noch nicht hin. Wer möchte denn was? Eisbolzen. Leuchtstaub. Magischer Staub, der im Dunkeln leuchtet, besteht aus den zermahlenen Überresten eines Glühwürmchen. Brauchen wir noch einen Mörser für. May the flame guide your way. Hast du nicht auch irgendwelche Sachen zum Herstellen? Knochenblöcke kann ich jetzt hier auch herstellen. Okay, sehr interessant. Ich würde die auch gerne hier mit reintun. Oh, wir haben sogar schon einmal Eisbolzen. Hirte des Donners. Können wir auch zerlegen. Wir haben ja hier den Wurzelstab. Moment. Ich hatte doch hier noch die
den Heilungsstrom. Das ist zum Ausrüsten, das ist zum Ausrüsten, das auch. Dann machen wir das mal zusammen. Der kann gelöscht werden. Der ist ja jetzt nicht so. Metallstern, Streitkolben, Hirtenstab. Können wir auch zerlegen. Und provisorische Sense zerlege ich jetzt auch mal. Ich muss ja hier nicht alles aufheben. Machen wir das da auch noch mit rein. Ja. So. Erde haben wir hier nicht drin. Stein. Metallschrott. Glühwürmchen. Garn. Oh, wir haben schon 493 Runen. Ich habe auch das, den Honig da gar nicht drin. So. Äste. Sieht gut aus. Dietrich, ja. Ich nehme mal 5 mit. Die brauche ich. So. Seltsamerweise. Schilder hier, da ist es doch. Metallplatten brauche ich dafür. Dann haben wir auch einen vernünftigen Schild. Wartet auf Materialien. Was für Materialien wartest du? Auf Holzscheite. Okay. 10 Metallplatten. Das ist schön. Stocke die Produktionsstätte. Achso, der braucht jetzt nochmal Metallschrott. Dann können wir den Schild herstellen. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier, da ist er. Ja. So, den können wir dann löschen. Die Metallplatten mache ich jetzt auch mal in die Kiste noch mit rein. Haben wir ja in der anderen bestimmt nicht drin, oder? Sieht nicht so aus. Gut. Altar Stufe 2. Altar aufwerten. Globalen Fortschritt. Rote Pilze, Funken. Rote Pilze sind jetzt nicht das Problem. Diese Funken, habe ich die eingelagert? Hier, ja. Legendäre Materialien. Sollten wir dann vielleicht hier mit rein tun, dass die dann auch immer verfügbar sind. Ja, okay. Dann fehlen bloß noch die roten Pilze. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier noch schnell sammeln wollen. Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Gibt aber auch nur einen dafür, ne? Ist auch noch einer. Warum brauche ich diese Pilze, um die Flamme zu stärken? Ich werde das aber auch gleich machen, weil ich will wissen, was mir das für Vorteile bringt.
Die lila Bären brauche ich eigentlich gar nicht mehr einsammeln. So, den nehmen wir auch noch mit. Und dann sind wir erstmal fertig. Das sieht hier auch so aus, als wenn hier drunter das Fundament fehlt. Ich habe aber auch in der Kiste keinen Pilz, oder? Nö. Aber habe ich die nicht schon in irgendeiner Kiste mit bei gehabt? Mir ist so, als wenn die nicht neu sind. Ja, sag ich doch, da sind sie. So, Bären. Das ist hier so meine Reservekiste. Und dann schauen wir mal. Was bringt das, wenn ich die Flamme stärke? Altar-Aktivierungskapazität habe ich dann 4. Miasma-Passierstufe 2. Zeit im Miasma erhöht sich. Charakter-Attributs-Boni 1. Okay. Wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die 2 Obelisken der Erbauer in den Hochweiden, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Okay. Miasma-Seelen brauchen wir jetzt, um den Altar aufzuwerten. Das erhöht den Baubereich. Die Flamme stärken können wir nicht. Da brauchen wir jetzt noch Wachs, Salz und wieder weitere Funken. Und Plünderer Mutterkopf. Okay. Mein Leuchten und meine Wärme reichen weiter in die Dunkelheit hinein. Hab Dank, Flammenblut. Ich bin stark genug, um dein Zuhause zu schützen, falls du es vergrößern möchtest. So, was haben wir jetzt für Jobs offen? Eine Geschichte der Fäulnis. Entdecke den Miasma-Obelisken. Belohnung gibt's hier. Ja, sieht komisch aus. Weiß ich nicht, was das sein soll. Ein ewiger Zauber. Es könnte natürlich sein, dass wir jetzt da hinten reinkommen. Oh. Oh. Der hat die Karte weiter aufgedeckt. Oder? Wo war denn das jetzt mit dem ewigen Zauber? Das ist hier schon wieder zu. Und das sind noch neue Überlebende dazugekommen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob das am Anfang der Folge auch schon war. Ein ewiger Zauber auf der Karte anzeigen. Wegpunkt. Achso, das war noch ein Stückchen weiter hier hinter. Wir können mal... Das interessiert mich jetzt. Das will ich noch rausfinden. Ob ich jetzt in dieses Miasma reinkomme, was vorher das tödliche Miasma war. Dazu markieren wir uns das mal kurz. Achso, der Wegpunkt ist noch aktiv. Ist da drüben. Da war doch... Wo war denn die Brücke, über die ich gehen wollte? Also jetzt ist das hier zumindest kein tödliches Miasma.
Was bist du denn? Ich glaube, hier über diese Brücke war ich auch noch drüber und dann hat er mir ja angezeigt, ich wäre im tödlichen Miasma, oder? Aber da komme ich auch gar nicht rüber. Ist überall Lava. Gut, lassen wir das mal. Das ist dann ein Job für die nächste Folge. Da ich den Bereich ja jetzt betreten kann, kann ich mich dann um diesen ewigen Zauber kümmern. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Alles repariert, dann werden wir mal nächtigen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.